Hallo, ich wollte euch heute was erzählen zu Lidschattenbase. Und zwar habe ich selbst die von Manhattan und von Uma, ich meine, ich hätte mal gehört, das heißt United Makeup Artist oder so. Auf jeden Fall habe ich die beiden ausprobiert und wollte euch jetzt mal sagen, welche ich persönlich besser finde. Und zwar fange ich mal an mit der Manhattan. Die sieht so aus, ist zum Aufschrauben, so eine cremige Konsistenz und die lässt sich ganz gut auftragen, also ist jetzt nicht zu dickflüssig oder ja, zu flüssig, nichts davon. Ich habe euch auch einen Swatch gemacht, und zwar hier unten. Nicht das hier oben, das hier. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts. Ist aber bei Lidschattenbase eigentlich auch gut so. Weil die soll man ja eigentlich nicht sehen, außer es ist eine extra farbige. Aber die hier soll ja nicht farbig sein und man sieht sie auch kaum. Und das ist schon mal ein Pluspunkt, finde ich. Die kostet 4,95 €, glaube ich. Vielleicht auch 75. Meine Kamera ist ausgegangen. Also die kostet 4,95 oder 4,75, bin ich mir nicht sicher. Und ja, es steht halt drauf, Long Lasting. Und ich würde mal sagen, das heißt dann nicht unbedingt wasserfest, wie es nämlich bei dieser hier ist, von Uma. Weil Long Lasting, lang anhaltend, also für den Lidschatten, dass er lang drauf bleibt, okay. Aber die hier ist im Vergleich dazu noch wasserfest. Also macht den Lidschatten wasserfest, heißt es, steht drauf. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber wenn es drauf steht, müssten sie es ja eigentlich auch halten. Und ja, ich habe euch hier auch einen Swatch gemacht, das habt ihr eben schon gesehen. Hier. Und für mich ist das halt ein bisschen zu dunkel. Also, ich bin ein ziemlich heller Hauttyp und wenn ich die jetzt auftrage, dann habe ich hier direkt erstmal so einen dunklen Umriss. Ich meine, ich trage das nicht besonders dick auf, aber man sieht es schon. Und ja, das Problem ist halt, wenn man jetzt ein richtig schön helles Make-up machen will, ja, man sieht es immer noch ein bisschen durch, finde ich. Also so von Haltbarkeit und Auftrag, das hat hier so ein Applikator. Das ist eigentlich alles gut, nur die Farbe, die ist ein bisschen zu dunkel. Und ja, ich würde jetzt halt für mich, weil ich so hell bin, die von Manhattan bevorzugen, obwohl sie teurer ist, aber sie ist halt einfach auch besser und wasserfest. Ich meine, zur Not, wenn ich mal ins Schwimmbad gehe oder so, nehme ich halt die, weil die wasserfest macht. Aber ansonsten würde ich die hier nehmen. Die ist auch ein kleines bisschen schimmernd. Ich denke nicht, dass ihr es eben gesehen habt, aber es schimmert nicht doll, es schimmert ein bisschen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das übertüncht jetzt nicht irgendwie die Lidschattenfarbe oder so. Ja. Ach ja, die hat 2 € irgendwas gekostet. Ich weiß es nicht genau. Ist schon günstiger. Fast halb so viel. Kostet ja aufgerundet 5 €. Aber ich finde sie wirklich besser. Ja. Okay, mehr Lidschattenbase habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe auch erst durch euch erfahren, also die YouTuberinnen hier, die schminken, dass es sowas gibt. Ich wusste das eigentlich gar nicht. Ich habe mich immer geärgert, dass der Lidschatten in die Lidfalte rutscht. Ja, ich weiß jetzt. Lidschattenbase. Danke. Das wird immer noch so rumlaufen. Ja. Okay. Also wenn ich nochmal irgendwelche andere ausprobieren sollte, dann sage ich euch Bescheid, wie die ist. Aber ich denke, ihr wisst jetzt Bescheid über die, die ich benutze. Und ja, das war's. Morgen ist Schule. Ich will nicht. Egal. Tschüss.